Ja, hallo. Bei mir herrscht wieder Chaos. Ich habe mal ein bisschen gebastelt. Thema heute ist das liebe gute Thema Segen. Ich habe da jetzt schon eine Menge ausprobiert und irgendwie komme ich mit einem Thema nicht weiter. Ihr habt den Fuchsschwanz eben schon gesehen. Also das ist der hier. Und wenn ich den mal ganz nah ranhalte. Der hat diese japanischen Zähne. Ne? Also, das Ding mag ich nicht. Das ist nicht mein Teil. Erst recht nicht für die Holzbearbeitung. Wo ich gut mit um kann, sind die, ne? Sogenannte Rückensägen. Also, Sägeblatt, fester Rücken, Griff. Schöner wäre es natürlich, wenn der einen Pistolengriff hätte. Aber die sind mir zu teuer. Die sind mir wirklich zu teuer. Also so eine englische Säge, ne? Wer produziert die? Veritas, Lee Nielsen und sowas, ne? So diese richtigen Sägen. Aber für eine Säge 200 Euro ausgeben, ist nicht in meinem Budget. Die hier finde ich okay, kann ich mit um. Und wie ihr gesehen habt an den Videos, da mein Steckenpferd, mein Arbeitspferd, ganz normaler Schliff. Ja. Deutsche Produktion. Ziemlich lang das Ding. Ich weiß gar nicht, wie lang der ist. Damit die großen Schnitte und dann passt das. Ja, und wie das so ist, gucke ich natürlich auch viel YouTube und bin dann unter anderem auf dem Kanal von dem guten Uwe Salzmann gelandet, ne? Und der Uwe mit seinem handwerklichen Können, der fasziniert mich ja immer und dementsprechend. Ich muss einfach noch mal einen Zug nehmen. Dementsprechend habe ich gedacht, jo, versuchst du das auch mal mit diesen Gestellsägen. Ne? Jetzt greife ich hier mal runter. Das ist so eine eBay-Aktion. Ich sage euch das. Das Ding ist monstergroß. Der hat hier irgendwie, ah, ich sag mal, Gruppenmeter. Ich habe den noch nie gemessen. Ist natürlich eine alte, eine gebrauchte. Hat entsprechend hier, da sieht man es vielleicht schon, ein paar Wurmlöcher. Ja, es ist natürlich wirklich zum Sägen. Das Ding ist mir zu groß. Das ist zu schwer. Das ist zu groß. Also dann doch lieber den kleinen Fuchsschwanz. Ne? Aber ein interessantes Blatt drauf hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier kleine Zähne, viele kleine, feine Schnitte. Und kommen wir zum Ende. Radarazong, da gibt es die großen Schritte für aggressives Reinbeißen. Ne? Ja, insofern schon witzig gemacht, aber das ist nicht die einzige. Die eBay-Auktion war ein bisschen teurer. Und ich verstehe immer nicht, wie man so altes Werkzeug, was eigentlich keins mehr ist, weil das Ding ist durch, ne? Holzwurm, für so viel Geld bei eBay reinstecken kann. In England, in Amerika, da ist das ja so, dass die Scheiße echt nichts mehr kostet. Dass du so eine Säge da irgendwie für 5 bis 10 Box hinterhergekriegt. Dollar hinterhergeschmissen kriegst. Und insofern, naja, gut. Nehmen wir mal die zweite. Ich weiß nicht, ob man das schon sieht. Das ganze Blatt macht echt mittlerweile so einen Bogen. Ne? Hier an der Seite gibt es nochmal höhere und da nochmal höhere. Dann fehlen hier Zähne und dann macht das ganze Blatt so einen Bogen. Ne? Mittlerweile. Aber. Ist okay, kann man machen. Hier hinten nicht mehr mit Band, sondern jetzt mit einem Draht. Richtig schön gespannt. Das ist so ein Draht, den kennt man von Zäunen, ne? Hier auf eine Mutter mit Gegenmutter. Ja, und dann lassen die Sägen sich natürlich auch verstellen, ne? Also das haben sie jetzt an der. Hoppala. Ja. So, gerade ist er. Marke steht natürlich nichts drauf. Ich gehe auch davon aus, dass die Dinger einfach mal selber gebaut wurden. Früher, weil sonst wird irgendwo ein Typenschild oder so draufstehen. Entsprechend alt, aber na gut. Mit dem Blatt wird wohl nichts mehr, ne? Seht ihr ein. Ja. Und dann war noch eine dabei. Und es ist der Hit. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Ich habe jetzt versucht, im Internet nachzugucken.
keine Chance. Sowas finde ich nicht. Die hier sieht wieder unspektakulär aus. Oben wieder ein Draht, wieder mit der Schraube. Mittelsteg. Hier sind Reste von einem Aufkleber drauf. Damit rot und so. Ich glaube, es könnte sein, dass das von Ultima ist. Ich weiß es nicht genau. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses kleine, schöne Sägeblatt. Ne? Ich habe den jetzt, ja, genau, hier schräg. Die Zähne sind auf meiner Seite. Und dann guck mal, was hier passiert. Knick im Sägeblatt und gerade. Einmal noch von der anderen Seite. Hier. Es fängt hier an. Keine Zähne. Schon abgeknickte Zähne. Läuft hier unten zusammen. Und jetzt dort weiter. Was ist das hier für ein Geknicke? Wer kann mir das erklären? Ich habe diese Seite so gestellt und diese Seite hier ist so gestellt, damit das Sägeblatt irgendwie auf einer Linie bleibt. Also zumindest die Zähne. Braucht man das, um 90 Grad Winkel zu sägen? Oder was ist das, wenn ich im Material mal eben um die Ecke muss? Ich habe sowas noch nicht gesehen. Konnte mir bis jetzt auch keiner sagen. Also, wenn ihr Antworten habt, da unten gibt es ein Kommentarfeld. Oh, haut das mal rein. Also, das Ding bleibt, ne? Ist interessant. Naja, und weil der Uwe das so schön macht, bei diesem, oder jetzt mal so ganz grob, habe ich gedacht, schuster ich mir auch mal eine zusammen. Und dann gibt es ja da in jedem Baumarkt diese Sägeblätter. Das sind die 30 cm oder so für so eine Metallbügelsäge. Die haben an den Seiten zwei Löcher und dann spannt man die da rein. Und dann habe ich mir gedacht, die Zähne sind so klein, ich baue mir mal eine kleine Gestellsäge. Da ist sie. Ja, unten einfach gerade reingesteckt, ne? Nichts zum Drehen hier, keine Griffe. Ich fasse den einfach hier an und los geht das. Ob ich hier noch einen Griff dran habe oder Bach knallt. Eine Bügelsäge fasst man eher so an, ne? Gestellsäge. Ja, super. Oben mit Band, hier zum Festspannen. Ganz einfach gemacht, wie ich gesehen habe. Ich sollte vielleicht nochmal das Holz wechseln. Das ist doch, ja, doch ein bisschen weicher, als ich dachte. Ich habe gedacht, das ist, ich hätte fast gesagt Lärche. Na hier, Hartholz. Ist egal. Doch, Lärche war das, ne? Ich habe gedacht, das ist Lärche. Scheint aber nicht so zu sein. Es riecht so ein bisschen wie, naja, im Augenblick nach Wachs, weil die ist gewachst von mir. Aber, ja, ich weiß es nicht. Ich habe hier also das Sägeblatt gerade drin. Und habe meine ersten Schnittversuche damit gemacht. Ne? Auf Schieben. Ne? Nicht auf Ziehen, sondern auf Schieben. Wenn ich die ziehend benutzen will, dann drehe ich sie einfach um. Jetzt gucken die Zähne nach unten. Dann kann ich sie ziehend nutzen. Ja, das ist einfach mal der grobe Vorteil. Ne? Ich kann die nutzen, wie ich will. Und das Ding ist so richtig schön leicht. Ich denke mal, die ganze Säge hier hat weniger Gewicht als die Rückensäge hier. Ne? Klasse, sowas. Ja, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich mit Gestellsägen überhaupt säge. Also ich meine, wenn ich mir ein Brett nehme, hoppala, tada, hier nehmen wir mal so ein Ding. Ne? Ich zeichne mir oben Winkel an, lege das auf meine Sägelade, nimm das Ding, achte so ein bisschen auf die Spiegelung hier, sehe ich da gerade runter, dann habe ich einen geraden Schnitt. Ich könnte auch von hier oben einfach so runtersägen. Es ist ein gerader Schnitt. Das kriege ich auch mit kleinen Sägen hin, aber mit dem Ding nicht. Also, ich weiß nicht, was ich verkehrt mache. Gibt es da Tricks bei? Ich weiß nicht, das ist der 7. oder 8. Schnitt. Ich habe mir da auch Zeit gelassen. Ich habe immer wieder einen Strich angezeichnet. Hier oben, das sieht ja gerade aus. Aber guckt man denn mal nach hinten, ne? Bang! Guckt euch das an. Ja, ist der 7. oder 8. Schnitt, den ich jetzt hier mitmache. Liegt das an dem Sägeblatt? Um solche langen Strecken zu machen, brauche ich dort ein breites Sägeblatt? Oder liegt das an meiner Sägetechnik? Und das ist jetzt die Frage. Das möchte ich herausfinden. Und da müsst ihr mir helfen. Ja,
wie immer, das macht der YouTuber ja ganz gerne, da unten ist ein Kommentarfeld und dort oder dort, wenn ihr noch nicht Abonnent seid und euch das, was ihr bis jetzt gesehen habt, vielleicht gefallen habt, abonniert doch mal. Ich habe immerhin schon 86, glaube ich, waren das. Ich hatte gerade gelesen, vor halbe Stunde, Abonnenten, 86 Abonnenten. Jetzt geht das nur noch für mich darum, was wollt ihr sehen, was wollt ihr mehr haben, wollt ihr mehr von dem Zeugs hier. Das geht ins Geld. Also eigentlich arbeite ich ja daran, dass das nicht so teuer wird, aber man muss sich ja lauter Maschinchen holen, ne? Hier, bla bla bla. Um ein bisschen was auszuprobieren. Jedes Maschinchen mit jedem Verdampfer ist was anderes. Das ist mein Dampferkeller, ne? Also hier Keller, Dampfen und so weiter. Oder wollt ihr mal sehen, wie ich meine Werkstatt richtig starte hier? Wie ich mit wenig Geld mir Stück für Stück meine Holzbearbeitungswerkstatt aufbaue. Ja, wenn ihr es möchtet, da unten oder da unten, da oder da oder da, egal, abonnieren. Danke.